Wenn ihr Schauspieler werden wollt, dann brecht doch die Schule ab nach der 11. Klasse und guckt mal, was passiert. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sunday Vibes. Mein Name ist Simon Will und heute haben wir die Caro Kult zu Gast. Hi. Schauspielerin, unter anderem bekannt aus High Society oder auch von dem neuen Kinofilm Mein Lotterleben. Hier einfach mal ein ganz kurzer Einblick. Stopp! Was habt ihr denn da für Kids angeschleppt? 389 und 390. Ihr geht jetzt mal nach hinten. Und du hast für diesen Traum zu Schauspielern ja sogar die Schule abgebrochen. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass es erstmal im Elternhaus die ein oder anderen miesen Gespräche gab, oder? Naja, was heißt miese Gespräche? Also natürlich hätten die sich gewünscht, dass ich mein Abi mache, ja, und dass ich studiere und so. Aber nach der wievielten Klasse hast du abgebrochen? Nach der 11. Die haben auch gemerkt, dass man mich in dem Moment einfach nicht stoppen konnte. Ja. Für mich war das natürlich auch eine Entscheidung, die ich so einfach nie bereut habe. Und für mich war das immer okay. Trotzdem würde ich jetzt niemals sagen, okay, Leute, hey, wenn ihr Schauspieler werden wollt, dann brecht doch die Schule ab nach der 11. Klasse und guckt mal, was passiert. Ich glaube, sobald man auch ansatzweise in Erwägung zieht, dass man das mal versucht, aber nicht weiß, ob man es machen möchte, ist auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung. Ja. Und du bist auch vegan. Ja. Und das sehr, sehr leidenschaftlich, richtig? Genau, sehr leidenschaftlich. Okay, das ist schon mal sehr gut. Da haben wir schon mal sehr gute Anknüpfungspunkte, über die wir gleich quatschen können. Du lebst seit wie vielen Jahren vegan? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren, crazy. Ich bin übrigens auch schon seit 13 Jahren Vegetarier, nicht super, vegan. Super, aber das ist auch schon mal sehr gut. Genau, also das heißt für uns beide wird die nächste Challenge auf jeden Fall sehr passen. Ja. Und zwar machen wir Smoothies. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber, okay? Ja. Okay, let's go. So, du als leidenschaftliche Veganerin hast ja auch gesagt, dass du öfter mal kreativ in der Küche bist. Mhm. Dann dachten wir, okay, das wollen wir testen und zwar in einem Real-Life-Szenario. Wir haben hier 8 verschiedene Zutaten, okay? Nur, dass ich hier nicht wirklich kreativ sein kann, weil es eher zufällig ist. Ach ja, da bist du schon direkt beim nächsten Punkt. Und zwar, wir haben ein Glücksrad vorbereitet, wo diese 8 Zutaten drauf sind. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Also ein Applaus an den Team an der Stelle. Sehr schön gemacht. Woo! Im Prinzip ist es easy as, wir drehen das Rad und dann mischen wir die Zutaten rein. 3 Zutaten pro Drink. Gespielt wird insgesamt auch 3 Runden und man bekommt natürlich nur einen Punkt, wenn man sein Glas letztendlich auch austrinkt. Möglicherweise unangenehm, wenn ich die ganzen Zutaten hier betrachte, aber vielleicht wird es auch geil. Du kannst dich natürlich auch verweigern, wenn du den Drink nicht trinken willst, aber sei dir auf jeden Fall bewusst, dass es am Ende auch eine Bestrafung für den Verlierer gibt. Mhm. Die werden wir aber erst am Ende erfahren. Ihr werdet die auch erst am Ende erfahren. Geht's los? Ja, let's go. So, also du wirst jetzt drehen und dann für mich den Drink mischen und ich werde dann gleich für dich drehen und für dich den Drink mischen. Nur okay, ich werde mir alle Mühe geben. Boah, wie lange dreht sich das? Geil. Bitte bleib da, bitte bleib. Ach, Banane, auch okay. Yes. Geil, Schokolade, Alter. Okay. Bester Anfang. Ist ja schon mal gut. Gib mir da Chocolate Cream. Es könnte wirklich lecker werden, wenn jetzt Hafermilch, ja, und Banane rein. Oh Mann, boah, das wird auch eigentlich, ich brauche das. Okay. Ja. Oh. Nein, bitte nicht. Oh, alles ruiniert. I'm so sorry. Ach Mann. Komm, das ist mehr. Vielleicht. Oh, auch das Geräusch gerade, hast du es gehört? Mir klatscht. Absolut unschön. Jetzt ist es eigentlich wirklich egal. Nochmal selbst. Nee, Cookies. Ich freue mich gerade echt nicht mal mehr über die Cookies. Okay. Vielleicht solltest du das besser löffeln als trinken. Halt irgendwie. Okay. Tatsächlich ein Stück weit interessant. Also ich glaube, wenn man den Senf so ein bisschen weniger dosieren würde, könnte es sogar irgendwie so voll das innovative, neue, komische Ding sein. Geil. Okay, let's go. Ich bin so dermaßen gespannt. Oh. Nein. Oh, boah, das war so knapp. Ja. Okay, es fängt an mit Cookies. Das ist schon mal gut. Nein. Also. Nein. Bitte nein. Ah. Oh no. Ah, das tut mir selber weh im Herzen. Ah, scheiße. Also. Nein! Also. Gluck. Stopp, ja. Ich muss den, glaube ich, skippen, das ist so widerlich. Wie geil der jetzt schon aussieht. Freu dich, Mann. Komplett geil. Ah. Schauen wir mal. Mach ich die Scheiße. Machst du? Freu dich. Oh, damn, Alter. Alter, in einem Zug. War es arg scheiße? Das war schon sehr eklig. Du meintest gerade, dass es die Tierliebe war, die dann letztendlich auch den Switch noch gemacht hat, dass du sagst, okay, genau, auch einfach für meine, ja, die Tiere in der Massentierhaltung behandelt werden, ist furchtbar. Mhm. Für jeden halbwegs empathischen Menschen kann ich mir mal gar nicht vorstellen, dass er sich das angucken kann und sagen kann so, okay, I don't care. Ja. Irgendwann habe ich halt auch gecheckt, dass das Bio-Siegel halt auch zu einem großen Teil nicht Bio bedeuten muss. Ja. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, okay, um auf der sicheren Seite zu sein, mache ich jetzt halt komplett vegan. Mhm. Und dann kam irgendwann dazu, dass es halt super viele tolle Nebeneffekte hat, wie dass es
saugesund ist, wenn man sich gut damit beschäftigt. Was würdest du dann zum Beispiel unserer Community als Tipps geben, wenn jetzt da jemand ist, der auch sagt, hey, ich würde jetzt mal gerne anfangen, vegan zu leben oder vielleicht sogar weizenfrei? Ich glaube, wie findet man da den Eingang? Ich glaube, der erste Tipp, den ich einfach sagen kann, ist so, habe ich es auf jeden Fall auch gemacht, einfach erstmal versuchen und machen. Mhm. Weil ich glaube, die größte Hürde ist die, dass die Leute sich nicht richtig trauen und sagen, okay, heute versuche ich mal den veganen Tag, sondern das ist immer so dieses typisch, morgen, ja, ich fange morgen damit an, ich fange morgen damit an. Immer. Und ich glaube, der wichtigste Step ist echt einfach zu sagen, gut, ich versuche es heute mal. Ich bin zum Beispiel auch eingestiegen mit einem Monat. Ich wollte erstmal nur einen Monat vegan. Ja, ich glaube, das vegan, ist mega gut. Vegan leben. Macht, und habe es einfach Sinn für mich versucht. Ja, genau. Ja. Und das lief dann so gut, dass ich nie wieder zurückgekommen bin. Du kannst ja ab heute auch eine vegane Woche machen. Ja, komm, ist doch super. Ja, nee, machen wir. Okay, Deal. Okay. Eine vegane Woche für jetzt. Ich schreibe direkt gleich meinem Coach, dass der mir ein paar vegane Rezepte zusammenstellen soll. Sehr gut, ja. Weiter geht's. Ich bin Edgy. Und es beginnt mit... Ja, ja, ja. Ja! Okay. Boah, boah, bleib bei mir. Achso, hä? Moin! Bananen! Hey. Also, ich finde, sie geil aus, auf jeden Fall. Sieht spannend aus. Mal, ja. Ich mag diesen Senfgeschmack halt irgendwie einfach. Was ist damit, ne? Mhm. Ja. Nee, danke. Voll geil. Bockt ja wirklich absolut. Vielleicht bekommst du jetzt auch einfach so den leckersten, süßen Smoothie der ganzen Welt. Das würde ich dir auf jeden Fall wünschen. Das wäre schön, weil ich glaube, was anderes kriege ich nach dem letzten nicht runter. Ach, gerade okay, noch so bei den Cookies gelandet. Ja. Ah, das war knapp. Das sieht nicht schlecht aus. Es ist einfach zwischen den Chips und den Bananen, WTF. Ja gut, dann machen wir beides ein, oder? Boah, der sieht auf jeden Fall nach was aus. Der erste, der so richtig, richtig geil blendet. Da macht es vegan seinen Spaß. Es ist okay. Ist okay? Es ist okay. Okay, let's go. Alles kam jetzt bisher schon einmal dran. Warum habe ich es gewusst? Pesto mit Pesto? Pesto mit Pesto, der beste Smoothie. Nein. Ah, ja gut, das war's dann wohl. Ich fühle wirklich mit dir, das ist einfach nur freudig. Schon wieder freudig. Das ist Orangensaft mit Pesto und Pesto. Let's go. Ah, nee. Es ist so eine Mischung aus säuerlich und scharf und irgendwie Kotze. Ich fand, an Kotze hat es mich auch erinnert. Ja, hat auf jeden Fall viel von Kotze. Hat echt viel von Kotze, ja. Aber egal, konnte man durch. Auf zur letzten Runde für dich, gell? Du musst durchziehen, weil sonst hast du verloren. Scheiße. Und Chips! So, auf was hoffst du? Ich will einfach gar nichts mehr trinken. Okay, die letzte Zutat. Senf. Ist das freudig. Krieg ich im Leben nicht, oder? Nee. Was ist das? Einfach so ein räudiger Ball. Scheiße, das fange ich auch schon an mit dem Ball. Aber ich finde, nichts beschreibt es so gut wie einfach echt räudig. Ich gebe. Echt? Mhm. Du weißt noch nicht, was für eine Bestrafung auf dich wartet, gell? Ich weiß noch nicht, was für eine Bestrafung auf mich wartet, aber das nehme ich in Kauf. Du entscheidest dich bewusst dafür zu verlieren. Leute, sowas ist bewusst. Für meine Gesundheit, ja. Ja, ich würde sagen, dann lass uns mal noch da gechillt rüberhocken. Angenommen, jemand kann sich jetzt so gar nicht vorstellen, zum Beispiel vegan oder vegetarisch zu leben, will aber trotzdem irgendwie was für die Umwelt und für die Nachhaltigkeit tun. Was wären da so Tipps, die dir einfallen würden? Wichtig ist natürlich Wege sparen. Man kann Fahrrad fahren anstatt Auto fahren, gerade irgendwie, wenn man in der Stadt lebt. Ich kaufe zum Beispiel keine neuen Klamotten. Alles, was ich selber kaufe, ist Secondhand. Es wurde schon so viel produziert und oft sind auch die Arbeitsbedingungen von gewissen Shops, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber so schlecht. Mm, den Leuten ist es irgendwie mal. Und, wo man halt auch drauf achten kann, ist gerade auch so bei Beauty-Produkten und so, dass man halt was nimmt ohne Mikroplastik. Mm. Das ist einfach nur eine Sache von auf die Packung gucken und halt. Und einfach so sich ein bisschen damit. Ja, so. Man tut nicht nur was für die Umwelt, sondern natürlich ist es nicht geil, Mikroplastik ins Gesicht zu schmieren. Das ist ein Faktor auch in der Partnerschaft. Gerade so dieser vegane Faktor, dass du sagen würdest, könntest du mit jemandem zusammen sein, der sich noch mal ein Steak einzieht, oder ist es eine Sache, wo du sagst, so, nee, würde dich voll abtören? So? Also das Irre ist tatsächlich, ich habe nicht so einen richtigen Vergleich, weil mit meinem Freund, mit dem ich zusammen bin, das ist mein erster Freund, ich hatte vorher noch nie eine Beziehung. Ach krass. Und der ist vegan. Wir sind zusammengekommen und da war er Vegetarier und dann fand er das alles so cool, dass er direkt irgendwie sofort gesagt hat, alles klar, ich zieh's mit durch. Okay, dann war die Wellenlänge da in der Hinsicht. Die Wellenlänge war so krass da. Ja. Ihr könnt jetzt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so tut, um zum Beispiel nachhaltiger zu sein. Kauft ihr auch Secondhand-Klamotten oder habt ihr noch irgendwelche Special-Tipps auf Lager? Einfach rein damit. Und du hast uns was mitgebracht. Ich habe euch was mitgebracht.
Okay, und zwar das hier. Erzähl mal ganz kurz was dazu. Das ist ein Teil von einem Premieren-Outfit von mir, von meinem letzten Kinofilm, der rausgekommen ist. Habe ich diese Hose bei der Premiere getragen. Mhm. Und ich selber liebe sie eigentlich total. Ich finde sie total cool. Irgendwie hat man auch so viel und wird dann auch manchmal auch zu gebombt mit neuem Kram. Und wenn die jemand anderes bekommen kann, der das vielleicht nochmal ganz anders zu schätzen weiß, ist es auch total schön. Voll die schöne Vorstellung auf jeden Fall. Die jetzt dann Realität wird, denn ihr könnt das Ganze gewinnen. Und zwar geht ihr dafür einfach auf den Instagram-Account. Ihr kennt das Spiel mittlerweile schon. @vibeshacks, schreibt einfach irgendeine Sache, die ihr tut, um nachhaltiger zu sein, und dann seid ihr im Game. Tading. Und nun haben wir noch gesagt, es gibt noch die Überraschung, und zwar die Bestrafung, die du jetzt ja selber auferlegt hast. Und ich habe sie jetzt gerade vom Team gesagt bekommen, die Bestrafung ist folgende. Ich bin sehr froh, dass du verloren hast, weil ich glaube, dass du es besser rüberbringst als ich. Und zwar die Endcard. Die Endcard wird heute nicht in einem normalen Style durchgeführt, sondern du musst heute die Endcard rüberbringen, und zwar als eine Filmszene. Okay, du hast jetzt eine Minute, mega. Du hast eine Minute Zeit, dir was zu überlegen. Mhm. Dann würde ich sagen, Film ab. Oh Gott. Let's go. Hey. Was ist denn los? Ich bin so traurig. Warum denn? Weil die Folge vorbei ist. Ja, aber guck mal, wie viel du machen kannst. Du kannst den Kanal abonnieren. Du kannst die Folge Sunday Vibes anklicken, die man gerade im Bild sieht. Du, okay. du kannst sogar eine andere Funkfolge anklicken. Also es geht weiter. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Glaub mir. Du kannst sogar auf Instagram gehen und Vibeshacks Hypes folgen. Das ist doch wunderschön. Okay. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.